Ein neuer Strand am Eisack. Mit Abschluss der Arbeiten zum Hochwasserschutz und zur landschaftlichen und gewässerökologischen Aufwertung am Eisack zwischen der Loreto und der Rombrücke in Bozen ist am orographisch linken Ufer eine neue Naherholungszone entstanden. Das Projekt wurde von der Agentur für Bevölkerungsschutz in Zusammenarbeit mit der Stadt Bozen durchgeführt und von Alperia Green Power finanziert. Diese ist eine Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger. Wir haben diesen Fluss verbessert. Das ist eine grüne Fläche, eine neue grüne Fläche für unsere Bürger. Und so, ich bin wirklich zufrieden, dass diese neue Parke gefunden haben mit den Mitteln, finanziellen Mitteln des Alperia. Das müssen die Gemeinden geben, wo die elektrische Zentrale gibt. Und ich bin sehr stolz von diesem neuen Park. Bei den nun abgeschlossenen Baumaßnahmen wurden Ufermauern aus Zyklopensteinen in Trockenbauweise errichtet. Die Mauer ist 450 Meter lang und durchschnittlich 6 Meter hoch. Durch den Bau von seitlichen Querwerken, den sogenannten Buhnen, aus großen Zyklopensteinen konnte das Flussbett stabilisiert werden. In das Flussbett wurde außerdem Schottermaterial eingebracht und die Uferbereiche aufgewertet. Umweltstadträtin Maria Laura Lorenzini hat erläutert, dass diese gewässerökologischen Maßnahmen eine Verbesserung des Qualitätszustandes der Oberflächengewässer bedeuten und dem Hochwasserschutz und der Umwelt dienen. Bei der ökologischen Aufwertung der Uferbereiche wurden mit dem Eintrag von Schotter auch neue Laichplätze für Fische geschaffen. Die Arbeiten tragen sicherlich zur Lebensqualität in der Stadt bei und die Hoffnung ist, dass diese neuen Grünzonen von der Bevölkerung reichlich genutzt werden. Die Summe, welche Alperia beigetragen hat, ein Ausgleich für die Nutzung der öffentlichen Gewässer zur Stromproduktion, beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.